Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen in Alex und in der Stadt Goliath. Ich wollte jetzt zuerst umgekehrt sagen, willkommen in Goliath im Spiel Alex, aber ist ja wurscht, so geht's ja auch mit Ruckel. Und mir ist gerade aufgefallen, da oben ist so ein schönes Dingens. Das dürfte Alex sein, oder? Was da so herumschwebt, schaut irgendwie cool aus. Ah, ist das nicht die Station, wo sie das Mana entziehen? Nee, oder? Doch, vielleicht? Nein? Oh. Schaut auf jeden Fall cool aus. Und wir müssen zu Cinder zurück. Zu Cinder. Cinder ist da unten irgendwo. Nahrungsdingens. Ich glaube, das war der hier. Gleich markierter. Markierter. Genau hierhin. Die Richtung stimmt. So, wenn wir uns noch todesmutig in die Tiefe stürzen, mit unserem Jetpack dürfte das nochmal kein Problem sein. Hehe. Oh. Ja! Hehe. Ui, ui. Jawohl. Das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen. Okay, jetzt muss es saufen auch noch, die arme Haut. Okay. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich es darüber schaffe. Langsam. Ja. Das hast du fein gemacht. Ein Apfel. Eine Dosha her. Super. Noch einer. Und, aha, Elixitbeutel. Moment. Entschuldigung, muss dir kurz mal husten. So. Der trockene Hals. Ich muss mir nachher einen Kaffee machen. So. Und Apfele. Meistens sind da früh bei mir und da darf ich einen Kaffee trinken. Ja, ich darf. Oh Gott, ich werde sterben. Oh. Oh. Boah, wie sieht das ausgeht. Ha. Jawohl. Das ist Kill. Jawohl. Ja, auch ich habe mal Glück. So. Und Frau Cinder, wir haben spitzen Nachrichten für dich. Du hast doch sicher Sachen im Angebot. Nein, das brauchen wir nicht. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Mhm. Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? 300 Elixit, 100 Elixit. Gib mir, was du für angemessen hältst. Ja, das würde ich auch sagen. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen. Und 250 für den anderen. Wow! Viel Spaß damit. Und gib nicht alles auf einmal aus. Ja, Jackpot. Cool, so stelle ich mir das vor. Ha, sehr gut. Na gut, Persönlichkeitsstufe 4. Ich schau mal was. Immer dieser Technikkram. Alter, immer schimpfen. Wahrscheinlich kann man mit Intelligenz dann die Persönlichkeit lernen, oder? Ach so, warte, wir können ja mit ihr quatschen. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Das mit der Persönlichkeit würde mich echt reizen. Persönlichkeitstheorie. Erhöht deinen Persönlichkeitswert. Gerissenheit und Intelligenz. 40 jeweils. Um das einmal lernen zu dürfen. Na, gute Nacht. Ja. Ja. Das ist aber auch nicht schlecht, Gruppe Plus. Den Überlebenswert. Feilscher. Puh, ganz ehrlich, das wäre echt kamott, das alles zu können. Intelligenz und Gerissenheit. Das kann ja mal nicht verkehrt sein für Magie, oder? Da muss man ja immer schlau sein. Also, Intelligenz. Wie weit dürfen wir eigentlich, wie viel haben wir? 5 Stufen, okay. Dein Ernst. Ah, Attributspunkte. So ist das gemeint, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal 20. Ist aber alles zu wenig, ne?
Ah ja, da haben wir es ja. Intelligenz. Intelligenz gibt deine geistige Leistungsfähigkeit wieder. Sie erhöht je nach Fraktionszugehörigkeit dauerhaft dein Mana oder deine Psi-Kraft und ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Und Gerissenheit? Gerissenheit gibt deine sozialen Kompetenzen wieder. Sie ermöglichen dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Und sofern du Outlaw bist, erhöht sie dauerhaft deinen Stim-Kapazität. Na großartig. Drogen und noch mehr. Ach, hör auf, jetzt rotzt die auch noch herum. Die haben allesamt keine Manieren. Fürchterlich, ich habe vergessen. Ja, ist schon recht. Ich tue schon weiter. Ich mache hier mal 20 und 30 und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Haben wir gespeichert? Ich sollte speichern. Warte kurz. Wir speichern das lieber. Na, nicht neu. Entschuldigung. Wir haben ja hier bestehende. Da, der 2er ist dran. So, bitteschön. Die Firma dankt. Ich schau mal nach. Bring mir etwas bei. Natürlich. Das mit dem Jäger, das war doch schon viel, ne? 50 und 30, da brauchen wir ewig, bis wir das können. Aber. Ganz, ganz ehrlich. Es wäre schon schlau, auf das hinzusparen. Ganz ehrlich, was das soll, kapiere ich nicht so ganz. Gib dir sofort 10 zusätzliche Attributspunkte, wenn du da eh schon. Naja. Auf dreimal zum Skillen sind 30 Level. Was wir kriegen. Zusätzlich. Und wir müssen sowieso Gerissenheit und Intelligenz skillen, können wir das eigentlich mitlernen. Also wir brauchen für den erfahrenen Jäger 50 und 30. Für diese Persönlichkeitsding 40 und 40. Okay. Na dann skillen wir mal, ne? Es kann normalerweise nicht verkehrt sein. Immer wie gesagt. Technikram. Ja, jetzt die schimpft immer. Wie gesagt, ich will ja eh Mana und so weiter, ne? Geht das ein bisschen schneller auch? Naja, mit der Maus draufbleiben, dann klickt er von selber weiter. Ich mach mal hier. Wir können ja eigentlich schon auf 40 gehen, oder? Warte. Machen wir es auf gleich. 30. Und da auch auf 30. Moment. Wieder husten. Wir kriegen dann 30 Punkte dazu, ne? Das heißt, 20 Punkte können wir in die Intelligenz investieren, dann können wir auf der Stelle. Aber wenn man so viel, das halt dreimal skillen kann, ne? Ich mache das jetzt einfach mal so. Verwerfen, übernehmen. Wir drücken auf X. So, zack. Was liegt, das biegt. So. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Das macht einen Brenner, habe ich das Gefühl. Ja, alles ist schön grün. Da wäre auch was falscher. Händler geben dir einen Rabatt. Ja, das wäre auch sehr interessant. Und Gruppe, das wäre auch nicht schlecht. Wir könnten 3 Sachen jetzt schon lernen. Wir fangen aber trotzdem mit Attributspunkte an. Ich hoffe, ich mache da keinen Blödsinn. Also ja. Und wir sind pleite. Aha! Ich verstehe schon, es geht nur einmal. Dann muss man wieder stärker sein, damit es geht. Das ist echt meh. Naja, tun wir uns nicht aufregen. Ich hätte Feilschen nehmen sollen. Handeln? Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Aber bei Feilschen bringt es nur was, wenn ich was einkaufe, ne, und nicht was verkaufe. Jetzt ist die Frage, das hier ist verkaufen. Genau, da steht schon, verkaufen. Was haben wir denn alles für Müll? Wir haben die Hammer angezogen.
Wir können uns von der Eisenstange trennen. Ich glaube nicht, dass man per Schmiede sowas schmelzen kann. Wenn werden wir sicher genug Graffel noch finden. Also das kommt mal weg. Dann haben wir hier eine... Die habe ich gar nicht an. Ich bin schockiert. Ich habe vergessen, die anzuziehen. ist wieder typisch ich. Na, kann man nur gratulieren. So, mir wäre es noch lieb gewesen, wenn das ein bisschen unterteilt gewesen wäre, die Gegenstände im Plunder. Rohstoff, was steht eigentlich eh dabei? Krempel, da haben wir schon mal einen Krempel. Magnesium, Fackel, bist du narrisch? Das kann man das Krempel nehmen. Haben wir sonst irgendwas? Viel von irgendwas? Zigaretten. Ja, also ganz ehrlich, da war es bei Gothic schon mehr wert. Da haben wir damals, glaube ich, für eine Zigarette 10 Erz bekommen, ne? Und da kriegst du ein Elixit. Toll. Aber wir haben eh so viel von dem Klumpert. Kann ich da auch was eingeben? Nein. Das heißt, wir müssen in 10er Stufen runter. Ich verkaufe jetzt einfach mal 200, würde ich sagen. Okay. So. Dann einfacher Holzpfeil, den behalten wir selbstverständlich, auch diese Sachen. Ein Krug, die Gabel. Ich würde sagen, wir nehmen mal 4 Krüge. Die gehen wir her. Ich glaube nicht, dass wir deswegen was brauchen werden, oder? Beziehungsweise, ich hoffe es. Dann die Frage, ist so eine Öllampe was wert? Da haben wir auch 5. Nee. Ja, eine Sache können wir halt noch lernen. Dann würde ich sagen... Ja, bitte. Ich würde sagen, schauen wir uns mal um, was wir lernen können. Natürlich. Wie schaut's mit dem Jäger aus? Ja, da brauchen wir jetzt noch 20 Punkte. Das ist Sauerei. Das ist eine Sauerei. Okay, ich... Naja. Was haben wir hier? Feilschen. Lernpunkte, Gerissenheit und Intelligenz brauchen wir. Und Händler gibt ja einen Rabatt. Dürfte normal nicht verkehrt sein. Nehmen wir's, oder? Nehmen wir's. Wir müssen sowieso die Sachen lernen. So, zack. Dann kriegen wir einen Rabatt, wenn wir was kaufen. Und dann ist schon gut. Haben jetzt Persönlichkeit Plus bekommen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Na, da mir verschaut jetzt, immer oder? Dieser Technikram. Meint, die schimpft immer. Das ist schrecklich. Die soll aufhören zu schimpfen. Das ist doch hier dabei, oder? Fähigkeiten, Zeugs. Da war es, glaube ich, ne? Oder gibt es da sowas Allgemeines? Kleriker, Outlaw, Berserker. Aha, das sind sogar Eigens für das. Okay. Ah, okay. Und wo sehe ich dann Handwerk? Überleben, wahrscheinlich hier dabei, ha? Huh? Na, nicht wirklich. Ich wollte nur schauen, ob wir jetzt wirklich diese Persönlichkeitsdingens bekommen haben. Ich dachte, das kann man da irgendwie toll nachschauen. Mein Gott, immer diese Rotzerei. Ich kenne mich noch nicht so gut aus hier, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das wäre etwas übersichtlicher. Wahrscheinlich bin ich einfach nur doof. Das ist eh nichts Neues. Ja, dann wird das schon irgendwie passen, hoffe ich. Werde ich mich wohl nicht verschaut haben. Da haben wir nur unser Inventar, ne? Wird schon passen. Vielleicht kann man ja auch schon Sachen lernen für... Oder besser gesagt, ja... Von Fraktionen, zu denen wir noch nicht angehören. Meh. Schade um die Zeit. So, ich danke dir, Gnädigste. So, wir sind jetzt da schlauer und stärker.
Wir können aber auch schon unsere Attribute. Jetzt stehe ich eh schon mit dem Rücken zu dir, die sieht das trotzdem. Wir können trotzdem die 10 Attribute noch einsetzen, aber ich glaube, die spare ich noch. Ja, sparen wir es noch ein bisschen und hauen wir ab. So, Cinder ist normalerweise glücklich. Was haben wir jetzt auf dem Plan? Boah, das sind so viele Quests, ne? Clanstreit, das können wir mal angehen. Einer von Cormacs Männern scheint schlechte Stimmung zu verbreiten. Sein Name ist Eldur und er arbeitet als Setzer auf der Farm. Ich soll zu ihm gehen und seinem Gehetze gegen den Eisernen Clan ein Ende bereiten. Dann schauen wir mal, was ihm juckt. Ne? Dem Armtropf. Der Typi ist da herüben. Da würde sich's anbieten, wieder den Port zu nutzen. Da sparen wir uns ein paar Meter. Und dann schauen wir uns das mal an. Dab, 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 dab. Und da springt er da. Und da rennt er. Dab, dab, dab. Ich glaube, jetzt darf ich... Das war absichtlich. So. Die Setzerin. Ah, das ist er. Er macht Stunk. Moment, hat mich schon mal das Vergnügen? Ich habe gehört, du machst Ärger. Ich habe gehört, du machst Ärger? Sehr nett. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ja. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Eine Sauerei ist es. Tavernenschlägerei? Wer sind diese Jungs? Ja, schon besser. Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammerclan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Ja, das ist dann klar, warum er so graupert ist. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Setzerbrot. Nehmen wir gern mit. Ich wollte noch die Hose umrüsten, ne? Schlau wie ich bin, habe ich das irgendwie letztes Mal oder überhaupt generell falsch gemacht. So, jetzt haben wir sie an. Jo, das schaut ja schon noch was aus. Super. Das heißt, wir halten jetzt ein bisschen mehr aus. Ist ja nicht verkehrt. So, ich traue mir das nicht nehmen. Da gibt es Haue. Richtig Haue. Die Truhe hatten wir schon. Meine ich. So, dann Karte, glaube ich schon. Wo müssen wir hin? Wer ist denn da jetzt? Oran. Der Oran-Utan. Zu dem müssen wir. Ich denke wieder Porten. Ich glaube, das zahlt sich aus. Oder auch nicht. Wurscht. So, dann laufen wir wieder ein Stück. Dap, 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 dap. Servus, grüß euch. Und nix wieder auf da. Dap, 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 dap. Ich finde das Dorf hier schön. Mir gefällt das. Was sagt sie eigentlich dazu? Gefällt es euch auch? Ich hoffe sehr. Hallo. Das wird alles gerammelt voll. Überleg dir gut, was du tust. Ja, ich bin mich gerade verlaufen, Entschuldigung. Und? Ich wollte eigentlich was hier ran. Was erzählt man sich so auf den Feldern? Ich sucht bin Jura noch immer jemanden, der für ihn zu diesem Trondata geht? Was? Ja, aber ich bezweifle, dass er jemand da ist findet, er selbst dran schuld. Halt da hinten mal die Klappe da. So eine Scheiße. Ja, finde ich auch. Mir war so, als hätte ich vor der Stadt einen Outlaw gesehen. Du bist schon der Zweite, der mir das auch gerade gesagt hat. Okay, ich glaube, da ist schon jemand. Schatz. Oran, Utan. Der Hammerclan schickt mich. Was hast du dazu zu sagen? Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Die Berserker müssen zusammenhalten. Du wirst den Hammerclan wieder bewirten. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Vielleicht stimmt dich dieses Elixit um. Ich habe gar nicht so viel. Ach, du Heilige. Das geht nicht, oder? Ja, ja.
das auch nicht. Das geht auch nicht. Wir haben nicht nur Splitter. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du willst dich mit mir anlegen? Ja. Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Wir reden später darüber. Ich muss los. Wer aufs Goschel kriegt. La la la. La 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 la. Na, großartig. Ja, ich habe mir gerade Ärger gesucht und gefunden. Stell dir mal vor. So, wir müssen speichern. Oh, und der Part ist auch zu Ende. Großartig. Das heißt, im nächsten Part werden wir ihm den Schädel spalten. Und bekommt ihn auch. Auweia, das gibt blaue Flecken. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.